Moin Leute und herzlich willkommen zum kleinen Video über Grand Theft Auto Online. Und zwar ist was Neues erschienen. Nein Leute, kein DLC, aber was zum DLC dazugehört. Denn Leute, es wurde ein neues Fahrzeug freigeschaltet. Eher gesagt, ein Flugzeug. Und zwar nennt sich das Flugzeug Mongul und kostet für mich, weil ich die Mission noch nicht gespielt habe, 3,125,5 Millionen Dollar. Wenn man die Mission, also diese Waren-Klauen-Mission für den Hangar schon ein paar Mal gespielt hat und es alles schon freigeschaltet hat, kostet das nur noch 2,35 Millionen Dollar. Aber manchmal muss ich leider den teuren Preis nehmen. Aber nur gut, in diesem Video werde ich ja testen, ob das Flugzeug überhaupt Sinn ergibt, sich es zu kaufen. Generell der Preis schon etwas übertrieben, aber naja, vielleicht kann es was Gutes. Auf jeden Fall ist es jetzt mal geliefert worden und wir schauen mal nach, was das Flugzeug denn so kann. Beim Auftunen ist generell nichts wirklich Auffälliges, zwar gibt es natürlich ein paar Designs, aber sonst eigentlich relativ gleich. Ihr könnt natürlich Bomben unten dran machen und halt das Ganze drum und dran, was relativ normal ist. Aber sonst ist eigentlich nichts Auffälliges. Wenn wir damit aber jetzt mal so rumfliegen, dann wird uns merken, dass das Flugzeug eigentlich relativ normal ist. Ja. Es ist natürlich schwer zu sagen, normal, aber es ist halt nicht so wirklich rausstechend, denn das Flugzeug ist jetzt nicht so mega agil oder so mega schnell oder so mega langsam wie die Bombushka, aber es bleibt halt im Mittelfeld. Knappe 3,2 Millionen Dollar auszugeben plus Tuning noch, das ist schon ein bisschen heftig. Wer es sich leisten kann, kann sich natürlich das als Accessoire sich kaufen und leisten, aber irgendwie ist da meine Empfehlung eher negativ, da ich das Flugzeug einfach wirklich unnötig finde. Aber na gut, aber es ist noch nicht das Einzige, was heute hinzugefügt wurde, denn heute gibt es einen neuen Gegnermodus mit dem Namen Shockpile 1. Da gibt es sogar gerade doppelt Geld und doppelt RP für die Leute, die vielleicht noch ein bisschen Geld und RP brauchen. Generell ist der Gegnermodus relativ lustig. Zwar ist er nur zu zweit, in meinem Fall ein bisschen langweilig, aber ich glaube schon, wenn das wirklich 8 gegen 8 ist, dann ist es schon eine richtig heftige Schlacht und wird auch, glaube ich, richtig viel Spaß machen. Aber mal eine gute Nachricht, denn wir kriegen auch doppelt Geld und doppelt RP auf bestimmte Kontaktmissionen. Da kriegt man wirklich richtig viel Geld und vor allem auch richtig viel RP. Also für die Leute, die ein bisschen Geld und RP brauchen, können auf jeden Fall diese Mission zocken. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber Leute, das war's eigentlich auch schon, was alles am Dienstag erschienen ist. Wenn euch das kleine Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Ah, ich bin jetzt mal raus, euer Wombat. Ciao.